Folge 224 von Simotrans. Ja, wir sind wieder im Spiel. Und zwar ist es so, dass wir letztes Mal das Obst durch die halbe Karte geschickt haben. Und dann könnten wir jetzt mal noch gucken. Warte, dann machen wir das hier auf, gehen da oben zum Obsthof. Und da hat er ja auch Getreide, oder wie war das, ne? Dann sollten wir uns vielleicht noch um das Getreide kümmern. Verbraucher gibt es ja auch noch einige andere. Also Tierfutter schicken wir es eigentlich hin. Der Marktplatz sollte auch erreichbar sein, oder? Da waren Paletten, wo die Eier fahren, dann fährt das auch. Eine Mühle braucht dann auch das Getreide. Der Markt, ach so, das könnte natürlich sein. Also der Markt geht definitiv. Tierfutterfabrik, die brauchen dann kein Obst, sondern die brauchen dann Weizen. Alles klar, das heißt, wir müssen jetzt noch einen Zug mit Weizen durch die Karte schicken. Ja, dafür würde ich jetzt aber vorschlagen, müssten wir mal überlegen. Wir haben ja mittendrin hier, ne, irgendwo. Hier schon das Getreidefeld. Wenn wir das doch da hinbringen, ne? Ist ja nicht weit weg eigentlich, oder? Ne. Dann können wir das doch mit dem LKW da einbringen und von da aus wird es doch weiter transportiert, oder? Müsste doch funktionieren. Straße gebaut. Machen wir mal hier los. Und bis dahin erstmal. Geht die von da bis da aus gerade? Nee, leider nicht. So. Und von da geht sie bis nach da dann. Dann haben wir das so. Und dann bringen wir einfach das Getreide von da nach da. Sollte doch funktionieren, oder? LKW. Getreide. Irgendein Getreide, egal welches. Erster. Und 12 Tonnen, 12 Tonnen, hat 5 PS mehr, fahren beide 80, haben wir hier auch einen Sattelschlepper, der 90 fährt, 100 fährt, der fährt 90, ne? Und was hat er für einen Anhänger? Schade, hat sich erledigt, den können wir wieder rausschmeißen, nehmen dann den hier und der kriegt dann den Anhänger noch dazu, alles ist gut. Dann kriegt er noch einen Fahrplan, der dort startet und nach da runter geht. Ich hoffe, die fahren ja auch immer, weil sonst haben wir ein Problem, ne? In Hardexen soll er laden. Das ist der LKW. Obsthof zum Obsthof, machen wir so, zum Getreidehof. Fast. Und fertig. Das steht da schon. Kopieren. 2, 3. 4 Stück können wir bestimmt starten lassen. Springen wir mal da gerade hin und gucken uns den ersten Wagen da an. Ja, ich denke mal, wir sollten gleich schon hier anfangen, vielleicht das auszubauen, ne? Ne, das war falsch. Hier oben muss ich hin. Machen wir so. So. Und so, und dann so. Dann haben wir da noch 3 Boxen. Aber ich glaube, wir machen das lieber so, oder? So, dann bauen wir da noch ein paar Boxen hin. Das meine ich damit. Gut, einer steht da nämlich jetzt schon drin, wie wir sehen. Das ist schon schlecht gelaufen. Gibt's ein Schild hier? Fast, fast. Und da
Das können wir schließen. Ihn können wir jetzt aufrufen. Weil der kann jetzt erstmal da wegfahren. 10 Paletten hat er jetzt. Wie viel kriegt er denn? Ah, warte, da kommt sofort was nach, denke ich mal. Der müsste doch jetzt gleich fahren, oder? Ja, tut er auch. Der hat schon die Hälfte drauf. Der wird wahrscheinlich nicht eine neue Box anfahren, aber der könnte schon eine neue Box anfahren. Lass mal gerade ein bisschen schneller laufen. Ey, kein Getreide dabei? Shit. Wieso gibt's denn hier kein Getreide? Ach so, weil vielleicht die Strecke noch nicht weitergeht, oder? Ja, Weizen ist aber hier. Aber wird nicht eingeladen. Landwirtschaftliche Güter geladen. Warum lädt er nicht? Mal Linie ändern hier. Adexen Obstbauer ist 100%. Das machen wir schon mal so. Allerdings sind die Boxen zu wenig dann. Not. Straße mit 100 wollte ich haben, diese war's. Müsste so reichen, oder? So, jetzt haben wir genug Halteplätze. Jetzt ist noch die Frage, warum diese LKWs nichts dahin bringen. Schneller. So, jetzt warten die da auf Weizen, aber Weizen ist doch hier drin, oder? Landwirtschaftliche Güter kann der Wagen auch tragen. Ja, der eine LKW kann gleich noch dahin fahren. So, das passt dann erstmal. So, dann müssen wir gucken, warum da nicht transportiert wird. Also die fahren bis hier unten hin, ist klar. Hier sind doch auch weitere Fahrzeuge, die was wegtransportieren, oder? Wer kriegt denn hier die landwirtschaftlichen Güter, die Weizengeschichte zum Beispiel? Die Mühle ist doch hier und die andere Mühle ist auch da. Und der Weizen wird doch per Schiff hier auch rüber transportiert, oder? Hier fährt doch gerade einer, oder? Ne, ein Stück gut. Connections. Getreide, Döbeln, Stadt, Nordwald. Döbeln, Südostwald. Haben wir hier sonst kein Getreide? Und das Nordwald war doch hier, oder? Nee, das ist Elbtunnel. Wo ist Nordwald? Ist da. Okay, das bedeutet, aber hier sind doch auch Fahrzeuge, die das da hin und her bringen. Haben wir hier keine Connection dann, oder was? Getreide, Hartwechsen, Döbeln. Ach so, der fährt darüber dann.
Okay, das bedeutet. Futtermittelfabrik, wo war die? Ah, das ist ja hier. Und der Nordwald ist der Hafen. Okay, das haben wir auch schon geklärt. Dann bedeutet das, dass wir wahrscheinlich hier keine Strecke haben, die darüber fährt. Und wo wird denn hier weggefahren? Getreide, Hardexen, Döbeln. Hardexen Südostwald ist das hier, ja. Und das ist die Tierfutterfabrik. Das wird da auch hin transportiert. Kann das sein, dass die Mühlen gerade nichts brauchen oder so? Die fahren ja auch leer durch die Gegend. Ist ja auch verkehrt, ne? Gerste, Weizen und Flachs. Knapp daneben ist auch vorbei. Kann man denn da noch was hinbauen? Geht nicht, ne? Da auch nicht. Wie kriegen wir das denn wieder dahin gezaubert, hä? Jetzt müssen wir irgendwie hier so einen Halt hinkriegen, der. Warte mal, der muss so rum dann sein. Die Straße muss weg. Kann auch den nehmen. So. Wie kriegen wir den Halter jetzt hingezaubert? Gute Frage, ne? Machen hier mal eine Bushaltestelle hin. Ich will ja jetzt keinen zweiten Halter hinbauen, ne? Warte mal, dann müssen wir das dann nochmal trennen. So, nochmal die Straße bauen. So und so. Ganz geschickt machen wir das jetzt. Schummeln wir uns richtig nach da hinten, ne? So, das geht nicht. Leute, dann machen wir erstmal eine Haltestelle hin. Jetzt haben wir uns nach hinten geschummelt, ne? Okay, da kommen wir wieder nicht hin. Machen wir das so. Dann kommen wir da auch noch hin. So, die Bushaltestelle können wir wegbasteln. Die auch. Das kann weg und da muss die Straße verbunden werden. Oh, nee, ich wollte keine Hochstraße bauen. Knapp daneben war auch vorbei, ne? Ach so, jetzt haben wir diese Haltestelle ausgeweitet. Steckt fest? Ne, tut's auch gar nicht. Hä? So, den brauchen wir jetzt. Oder brauchen wir den nicht? Ne, den brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt ein Fahrzeug, was hierher kommt. Also, und ein Schild brauchen wir natürlich. Ein Schild, dass der mehrere Buchten anfährt, ne? Da. So, mal kurz schneller. Upp, da war er schon. Hey, guck mal, er kriegt schon was mit. Linie ändern. Und der. So, Linie ändern, 100% Hardexen Süd. Hat er doch 100%, sehr interessant. Okay. Die fahren sowieso gerade alle voll, deswegen, ne? Ja, sieht wohl so aus. Aber ich weiß noch nicht, warum die da nicht fahren. Der Weizen, der muss doch irgendwo hin.
Keine Ahnung wo. Pumuckl hat es gemalt, sehr schön. Connections. Der Obstbauer ist hier verbunden. Connections. Waren die hier angeliefert werden können? Keine. Fabriken mit dieser Haltestelle verbunden. Der Obstbauer. Süddeutscher Alter Getreidehof Betriebshof. Der ist hier. Und direkte Verkehrsverbindung nach Hardexen Obstbauern und Hardexen Südostwald Bahnhof. Das ist hier. Hier wird auch fleißig hingebracht, ne? Wie man sieht. Und hier geht die Reise zur Tierfutterfabrik dann. Das ist die Tierfutterfabrik, da geht's dann hin. Passt doch auch. Und wenn es zur Tierfutterfabrik geht, dann muss es doch auch noch weitergehen, oder sehe ich das falsch? Dann muss doch hier irgendwo das Zeug hingebracht werden. Das verbraucht hier sogar Weizen. Und der Obstbauer ist doch auch hier mit Weizenanlieferung tätig. Warum wird nicht umgeswitcht? Kann sein, dass da kein Platz ist oder so. Nee, das dürfte nicht das Problem sein. Die sollen da laden, ne? Ist doch alles richtig, oder? Landwirtschaftliche Güter sind das. Das Zeug kommt zur Tierfutterfabrik. Warte, lass mal rauszoomen. Die ist hier. Waren die hier angeliefert werden können? Gerste und Weizen. Funktioniert also. Und diese LKWs transportieren auch das, was wir wollen, nämlich. Nee, hier gibt's nur Siloware. Nee, da ist landwirtschaftliche Güter. Passt. Was fährt er denn jetzt hier? Auch landwirtschaftliche Güter, ne? Ja. Der holt's Öl ab. Dann kommt hier ein Schiff gefahren eigentlich, oder? Gerste wird da auch transportiert. Über Döbeln-Waldweg. Und hier wird ja die Gerste auch zur Tierfutterfabrik, geht ja auch was hin. Warte mal. Ah,
Adexen, Südostwald. Stopp, das ist von da nach da. Okay. Dahin. Und von hier aus geht's nicht weiter, oder? Nochmal gucken. Hadixen Döbeln. Ich glaube, wir müssen hier noch einen Zug haben, der noch da hinten fährt irgendwo. Aber wohin, das ist die Frage. Wo macht Sinn? Ja, wahrscheinlich auch hier rüber dann, ne? Der Hühnerstall, was bringt der? Markt, Marktplatz, Bäckerei, Tierfutterfabrik. Der kriegt die Sühleware, aber hier gibt es kein Getreide oder sowas. Also nach da fahren ist eigentlich doof. Das bedeutet, hier muss mit dem Schiff weg, oder? Und da ist ja auch Getreide, welches hin und her gefahren werden könnte. So, das bedeutet, hier muss noch irgendwo was im Wasser sein. In die Ölhafen, Getreide, Döbeln, Stadt Nordwald. Nordwald ist hier, ne? Ja, der fährt nach Döbeln. Ja, dann passt doch auch alles. Ja, das ist mir jetzt nicht ganz schlüssig, was da der Fehler ist. Vielleicht hat einer von euch das schon gesehen. Ich werde da mal erstmal Pause machen. Ihr könnt mir dann in den Kommentaren sagen, wo mein Denkfehler da ist. Aber ich glaube, es ist kein Denkfehler, ne? Wir fahren von hier aus mit dem Schiff ja dann rüber nach Döbeln und Döbeln hat dann Züge, die das wiederum weiter transportieren. Ich weiß aber nicht, wohin. Also wo hier der Haken sitzt gerade. Ich habe keinen blassen Schimmer. Tja, vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt mir das rein und wir machen das in der nächsten Folge dann. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare reinschreiben, das verlange ich ja diesmal sogar, damit ihr mal sagt, wo mein Fehler ist. Ihr habt den bestimmt schon gesehen, ich noch nicht und vielleicht geht es ja auch erst, wenn wir wieder abgespeichert haben und neu starten, das gibt es ja auch manchmal bei Simotrans. Ja, okay, dann teilt das Video noch auf anderen Kanälen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann weiterbauen. Alles klar, bis dann, ciao!